Konnichiwa. So. Let's go. It's me, Mario. Ich hoffe, mit dem Sound passt alles. Ich hätte mal gerade bei der Folge reingucken sollen. Ah, passt garantiert schon. Alles gut. Passt. Das Schöne ist ja, dadurch, dass ich ja MKV benutze zum Aufnehmen, dadurch, dass ich ja MKV zum Aufnehmen benutze, habe ich das große Vergnügen, dass ich auch in meine Dateien, leck mich, reingucken kann, während ich aufnehme. Ah. Okay, funktioniert. Ne, das hatte schon an MKV. An MKV ist alles besser als an MP4. Wer MP4 erfunden hat, ist ein Hurensohn. Sorry, aber ist so. MP4 kann einfach nichts, außer alles falsch machen. Ja, MP4 wurde 30 Mal überarbeitet. Wenn ein Programm MP4 aufnimmt, kannst du das nächste Programm nicht wiedergeben, weil der Container inkompatibel ist. Ja, MP4 ist standardmäßig nicht streamingfähig. MP4 ist kaputt, wenn die Aufnahme abbricht. MP4 ist einfach Schwanz. Außerdem ist MP4 auch noch proprietär. Leck mir am Arsch. Ja, ich nutze lieber MKV, ja. MKV ist A, quelloffen. B, kannst du da alles reinpacken, was du willst. Du kannst sogar Binärdaten reinschmeißen, wenn du Lust und Laune drauf hast. Das ist quasi ein Dateisystem, wenn du so möchtest. Du kannst da beliebig viele Streams reinpacken und vor allem du kannst, wie man ja gerade gesehen hat, es angucken, während du aufnimmst. Also, perfekt. Scheiß auf MP4. So, ich werde jetzt ein Aktivist. MKV for life. Oder so. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht gebannt. okay. Ja, können wir jetzt mal bitte ins Bett gehen? Ich sehe halt nichts mehr. Ich sehe halt gar nichts mehr. Ich kann aber mal meine Bildschirmhelligkeit ein bisschen hochstellen. Wartet mal ganz kurz. GDDC Control. Ja. Machen wir hier. Ja. Und dann machen wir hier Helligkeit hoch. Es ist einfach zu dunkel. Es ist einfach in-game zu dunkel. Also ich meine, ich sehe ja was. Ich sehe da die Blütenblätter. Ich sehe hier, dass hier mein Bett ist. Aber ich kann halt hier jetzt nichts produktiv machen. Naja, mal gucken. Vielleicht doch. Holz. Ist schon mein Holz. So, mittlerweile haben wir auch relativ viel Erde, finde ich ganz geil. Wir haben gerade bei 85 Holz, ist jetzt nicht so viel. Wir wollten ja eigentlich hier, sind unsere beiden Bäume schon gewachsen? Wachsen die überhaupt? Nee, ne? Das funktioniert ja nicht so, wie es soll, mit den Bäumen hier. Warte mal, ich mach mal hier. Ist ja behindert. Ich stelle mal hier ein paar Fackeln auf. Das geht doch so nicht. Nee, ich habe keine Fackeln. Schade. Dann bauen wir uns mal welche. Habe ich denn Kohle? Kohle ist hier drin. Ja. Sehr nice. Stöckchen. Achso, Stöckchen habe ich ja hier. Genau. So, wir machen einfach mal, ja, komm, 40 Stück, warum nicht? So, ah, schon besser. Einfach mal ein bisschen großzügig ausleuchten hier. Ne, weil das Problem ist halt, wenn wir alleine spielen, können wir einfach die Nacht überspringen. Aber man sieht ja, sobald andere auch mitspielen, hat man es nur noch mit Vollidioten zu tun. Spaß. Nein, kann man halt nicht mehr das Bett benutzen. Also, kann man halt schon, aber dann müssen alle anderen auch das Bett benutzen. Von daher machen wir jetzt doch lieber klassisch hier mit Ausleuchten. Ich glaube mal, damit kommen wir auf kurz oder lang. Ups, besser bei weg. So, genauso werde ich immer diese Saplings abbauen. Das scheint ja nicht zu funktionieren mit den Riesenbäumen hier.
keine Ahnung, ob die bestimmte Sonderkonditionen brauchen, also besonders viel Licht oder dass sie einfach ewig brauchen. Gibt es hier eigentlich Bone Meal? Ja, gibt es. Okay, dann könnten wir mal hiermit versuchen, da so ein Ding wachsen zu lassen. Weil ich würde halt schon gerne wissen, wie die Dinge aussehen, ne? Weil ich meine, dieser Mammut-Dschungelbaum, der ist ja echt arschscheiße groß. Und daher wäre es halt schon geil. Warte mal ganz kurz. Wir machen einfach mal ein paar. Das geht. Blätter und Holz. Okay, das kriegen wir hin. Nehmen wir dann natürlich hier dieses Sakura-Holz. Davon haben wir mehr als genug. Also das hier. Dann haben wir hier noch ein 100er Stack. Also das passt locker. Sollte dann reichen. So. Alles. Ich mach erstmal. Wir machen immer mal so ein bisschen. Ne? So ein kleines bisschen. Dann packe ich dich mal hier so hin. Und sobald es wieder hell ist, puttern wir den hier ganz viel Bodenbild drauf. So, und an die Stelle, wo die anderen Bäume waren, kommen auch erstmal wieder die normalen Bäume. Dann müssen wir uns halt doch mit den normalen Bäumen begnügen. Ist halt so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ne, ist der Kirschbaum. Okay. Machen wir mal hier noch einen hin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Leck mich. So sollte passen, keine Ahnung. Clown F left the game. Bis jetzt ist er offen. Was? Hör mal dieses Lesen hier. Hallo, hallo, er dann Chat. Ach da. Theron, juhu. Riesen, schwarze Glotz. Riesen, was? Juhu, Riesen, schwarze Glotz. Was? Egal. Hallo, hi. Fertig, Spawn, Shop abgeriegelt. Join the game. Hi, hi. Bis jetzt ist er offen. Lol. Basic Clone left the game. Ich mache heute Mittag Let's Play weiter. Okay. 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 Okay, mal drei. Okay, gut jetzt. So. Ich gehe mal mit Admin-Konto rein. Okay. Okay. Ist ja gut jetzt. Aus, ja. Aus, Ende. Finito. So. Circa 13 Uhr mache ich die. Was? Immer die Leute, die mitten im Satz einfach. So. Wo waren wir? Genau. Wir wollen unser Haus bauen. Das heißt, wir brauchen Holz. Dann kommst du erstmal wieder zurück. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, achso, ja doch, da brauchen wir ja noch. Wir brauchen, ach Kack, wir brauchen den Platz hier. So, wir brauchen ganz viel Holz. Wobei die Frage ist, aus welchem, also die Stützpfeiler, die will ich auf jeden Fall aus dem Holz hier machen, ne? Gar keine Frage. Die Frage ist, aus welchem Material machen wir die eigentlichen Seitenwände? Weil da sieht das hier von der Farbe her gar nicht mal so scheiße aus. Ich glaube, damit können wir tatsächlich gehen. Dann hole ich mal davon ein bisschen mehr. Dankeschön. Und ja, reicht erstmal. So, von wo bis wo bauen wir unser Haus? Die Frage ist, was wollen wir überhaupt für ein Haus? Mehrstöckiges Haus, einstöckig, eher breit, eher rechteckig? Also eher breit oder eher quadratisch. Mit Keller, ohne Keller. Mit Fenster, ohne Fenster. Haha.
Ich habe mich gerade bist du unentschlossen. Wir können natürlich auch so ein Haus bauen, was so auf Stelzen steht, ne? Ich meine, es macht hier eigentlich keinen Sinn, weil wir sind ja hier auf dem Hügel und Häuser auf Stelzen macht man eigentlich eher so in Sumpfgebieten oder in Tälern oder ähnliches. Aber so von Optik her sollte es gar nicht mal so schlecht aussehen. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist ein Haus auf den Sims. Das heißt, wir brauchen mal hier so eine Stone Bricks. Hallo, habe ich kein Gestein mehr? Digga, was ist denn hier los? Wir brauchen Gestein. Stein, wo haben wir Stein? Hier war doch irgendwo so eine Höhle, oder? Ja, dann Höhle. Hier. So, dann bauen wir uns mal ein bisschen Stein ab. Wir brauchen ganz viel Gestein. Ah, noch ein bisschen Kohle kann auch nicht schaden. Kannst. Ernsthaft? Xören, kannst du bitte mal Tag machen? Es wird gerade Tag. Oh, Leute, ihr macht mich gaga. Das hätte sie vor 30 Minuten fragen können. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. So, du kommst nach da oben. Dankeschön. Ernsthaft. Ich sag's ja, dieser Wert ist echt ein wertloses Stück. Ist ja gut jetzt. Ich weiß nicht, seitdem ich an der Schule arbeite, bin ich irgendwie total aggressiv. Wir werden ganz schön viel Stein brauchen. Also nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft. Andererseits werden wir natürlich auch noch sehr viel Stein abbauen. Von daher will ich jetzt gar nicht mal so viel abbauen. Wir haben schon wieder Hunger. So eine Scheiße aber auch. Ich baue also erstmal einfach nur so ein bisschen ab hier. So vielleicht ein Stack. Achso, wir haben bereits ein Stack. Okay, dann halt zwei Stacks. Übrigens habe ich gestern mal so die Videos geguckt, also so ein paar Videos von Sören, so ihre Raspberry Pi Server Let's Plays, habe ich gestern mal bei Folge 1 angeguckt. Und ich fand es halt A, ultra süß, wie sie, wie er oder sie, ist er, ne? Wie er oder sie, ich habe keine Ahnung, fand ich ultra süß, wie er, andauernd mich referenziert hat, so gemacht hat, so, ja, das, weil Ronny hat das gemacht und das, weil Ronny hat mir da geholfen und das. Natürlich zum einen, ne, finde ich sehr löblich, danke dafür. Aber halt zum anderen, auf jeden Fall finde ich es halt auch ultra süß. Und wo ich halt so einen kleinen Schmunzler hatte, ja, so einen ganz kleinen Schmunzler, ist auch nicht böse gemeint natürlich, wo sie über diese Stacks geredet hat, dass, wie heißt jetzt schon wieder? Leider, der Admin hier, der den Server betreibt. Roland, genau. Dass er hier diese Stackgröße auf 100 gesetzt hat, wo sie erstmal gemeint hat, dass die Stakegröße 100 ist. Also 100 Stakes. Ja. Ich weiß. Englische Sprache, schwere Sprache, aber das fand ich an der Stelle ein bisschen witzig. So. Genauso meinte Roland dann auch irgendwie im Chat, also innerhalb des Let's Plays, hat er mit Sören geschattet. Über. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das hier? Habe ich auch noch gar nicht. Hä? Ist mir noch nie aufgefallen? Weg damit. Hat Roland halt den Server öffentlich gesetzt, also so, dass man den auch übers Internet erreichen kann. Und hat er das halt geschrieben, somit, ja, dein Server ist jetzt von der Ferne zugreifbar. Und Sören dann gleich wieder, ja, habt ihr gerade gesehen, also wenn man jetzt vom Ausland drauf zugreift, dann, wo ich mir so dachte, was? Was hat jetzt das Ausland damit zu tun? Ja. Ich weiß, ne, digitale Technik und so, von extern, von fern zugreifen, heißt natürlich aus dem Internet drauf zugreifen und nicht jetzt aus der Ferne im Sinne von einem anderen Land. Aber ich meine, das weiß man halt auch nur, wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, technisch visiert ist. Was halt bei weitem nicht jeder ist, ist halt so. Ja. Fand ich süß. Oh, die fliegende Blumen, okay, doch.
So. Genug gelästert übers Hören. Sonst werde ich hier noch gebannt. So, wir haben jetzt ganz viel Gestein. Das schmeißen wir auch direkt mal in den Ofen rein. So, hier sind die erstmal schon gewachsen. Der hier noch nicht. Dann schauen wir mal. Ach, machen wir anders. Machen wir mal so hier. Dankeschön. So, dann probieren wir mal. Linksklick oder Rechtsklick? Ah, Linksklick, okay. Wow. Was? Okay, das ist enttäuschend. Erstens, aua. Zweitens sieht das Ding ultra scheiße aus. Und drittens ist das Ding ja gerade mal ein bisschen größer als der da. Also so ein bisschen. Gut, ich meine, du brauchst dafür auch nur drei Saplings von dem normalen Baum. Ne? Bei dem Dschungelbaum, da brauchte man ja neun Saplings, glaube. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wo ist denn der? Genau, hier braucht man neun Saplings. Bei dem braucht man zum Glück nur drei. Aber trotzdem jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend. Vor allem das Ding sieht halt ultra hässlich aus. Nee, kommt weg. Ist ja Katastrophe hier. Lass mal nicht machen. Ah gut, jetzt wissen wir es. Frage ist, kann man die Saplings auch wieder zurücksetzen? Oder sind die jetzt verschwendet? Ach, ich gucke einfach mal hier rein. Leber kann ich nicht zurückbauen. Na scheiße. Na gut, da pflanzen wir dann halt alle direkt einfach mal ein hier. Du kommst noch da so, du kommst da so, du kommst da so, du kommst da so, du kommst da so und dann machen wir einfach mal hier einen auf Schwups, Schwups und hallo, ups, ja. That escalated quickly. Wir brauchen mehr Gedings. Danke. Ups. Oh, gibt es ja verschiedene Baumarten. Eine hässlicher als die andere. Sehr nice. Dann halt nicht. So, machen wir die erstmal ab hier. Wie sieht's denn hier aus? Ist ja hier wie im Urwald. So, du kommst ab. Du kommst ab. Dankeschön. Ich sollte eigentlich alle abbauen. Ach, scheiß Fackel. Böse Fackel. Schäm dich. Geh bald sterben. Achso, bald bist du ja schon. Geh sterben. Ja, Suizid ist auch eine Lösung. Okay, sollte man vielleicht allzu. Entschuldigung. Böse Fackel. Was war das gerade? Achso, einfach nur so eine Decay-Animation hier. Was? Ja, wo kommen denn die Blätter her? Was macht ein Ba. Kann ja sein, dass er da auf dem Turm ist, wo wir auch letztens waren? Also in der ersten Folge? Wenn ja, viel Spaß beim Runterspringen. Was sind die jetzt hier? Weg da. Weg da. Dankeschön. So, Dankeschön. So, wie viele haben wir noch? Vier Stück haben wir noch. Okay, dann setzen wir die viermal. Warte mal, bis der Baum hier abgebaut ist. So, dann setzen wir die vier noch mal hin. Dann haben wir die auch endlich mal beseitigt.
Einer hierhin, einer dahin, einer hierhin und einer da so hin. So, wetten, der macht das hier das Feld kaputt? Wenn ja, hau ich ihn. Wo bist du denn? Da bist du, da bist du. Was? Hallo? Ah. Gut, ist dran vorbeigewachsen, sehr schön. Besser als jeder Actionfilm. Was schreit denn hier schon wieder? Hier ist Set Home Sicher. Was? Ja, egal. No, hier, Basky Read. Oh, nice book. I supposed it. Okay, Chef. 100. Oh, 100 Eierkuchen oder was? Hi, guys. Have some. Lalalala. You don't say. Nice say. Herzliche Erlangsprache, ja, egal. Warum reden die eigentlich hier Englisch, wenn es ein deutscher Server ist? Können wir das mal verraten? Wachse. Oh, du heiliger Baum. Wachse. Fick dich. Wachse. Wachse. Geht doch. Alter! Ist ja schlimm hier. Wachse. 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 Danke. Gerade so fertig geworden hier. So, das heißt, wir haben alle unsere Mulch leer. Und alle Bäume, alle großen Bäume weg. Sehr nice. Da haben wir jetzt massig Holz. Sollte reichen. Vor allem, die haben halt nicht mehr Äpfel, ne? Die haben wenigstens Äpfel. Die Bäume sind zu nichts zu gebrauchen. Schwanzbäume. So. Na, was ist jetzt schon wieder los hier? Achso, ich bin schon wieder am Verhungern. Goddammit. Rein da, 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 rein da. Lal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 a. Das war falsch. Du kommst raus. Du kommst rein. Du kommst rein. Und du kommst nach da. Mach jetzt hier hin. Danke. Das dauert immer ewig, ey. So. Okay, so jetzt haben wir Stein, wir haben Holz. Dann können wir ja jetzt loslegen mit dem Haus bauen. So. Danke. Voilà, ich mach mal, nicht mach erstmal nur 40. So, unser Haus. Beginnt am besten einfach mal, ich sag jetzt mal so auf Plautz, hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 klingt gut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Ah, passt auch super.
Das ist doch perfekto. Oh, ja komm, ja komm. So. Schwupps. So. Wir brauchen einmal einen Hinterausgang. Den machen wir am besten hier hin. Das heißt, wir brauchen ein paar Treppen. Scheiße, dafür haben wir zu wenig. Wir brauchen also nochmal 4, 12. So. Dann haben wir 8 Stück mit einmal. Das ist natürlich gleich viel zu viel. So. Oh, machen wir am besten so hier. Da lohnt sich das Ganze. So, das ist jetzt der Hintereingang, Hinterausgang für das Feld da. Die Frage ist, auf welcher Seite machen wir den Haupteingang? Ich würde schon sagen, dass wir das hier so machen. Ja, hier ist gut. Hier ist geil. Perfekt. So. Sehr schnieke. So. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal hier noch ein paar designtechnische Elemente. Soll heißen, wir machen zum Beispiel sowas. Sieht das gut aus? Es sieht perfekt aus. Wir haben zwar noch kein Haus, aber die Treppe ist perfekt. So, wir brauchen bei so noch einen Fußboden. So, aus welchem Material machen wir den Fußboden? Weil die Wände machen wir aus dem hier. Und ich würde den Fußboden einfach aus Prinzip aus einem anderen Holz machen. Das Problem ist, das Holz hier dürfte in Kombination mit dem Holz nicht so geil aussehen. Einfach weil das relativ eine relativ solide Oberfläche hat und das eine relativ texturierte Oberfläche. Das dürfte also so nicht unbedingt miteinander harmonieren. Ich würde da also eher ein anderes Holz nehmen, was auch eine solidere Oberfläche hat. Wood. Welcome in the Wood. So, das hier zum Beispiel. Kiefernholz. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Kiefernholz. Wo kriegen wir Kiefernholz her? Es wird schon wieder dunkel. Ich schieß mir ins Bein. Licht! I need more Licht. Licht for life. So. Gut, die ganzen, die jetzt nur Englisch sprechen, die werden das nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was Licht ist. In Klammern. Licht ist a German word for light. So. Damit auch unsere englischsprachigen Chat-Beäugler wissen, was ich hier schreibe. Oh, ich gehe jetzt aber hart runter. Eieiei. Hä? Das sieht aber sehr hart gebaut aus. Autsch. Die Frage ist, komme ich hier wieder hoch? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Dann lasse ich das auch mal. Alter, ich sehe nichts mehr. Jeder geht ins Bett. Mach ich doch. Genau davon habe ich vorhin geredet. So, also ich bin im Bett. Gut. Dann würde ich mal sagen, wow, ich bin aber der Einzige. Danke dafür. Ah! Ich überspringe nach der Zwing. Yay! Nice. So. Wir machen jetzt einfach mal hier ein bisschen Folgenpause. Programm beenden. Und dann sehen wir uns dann alsbald wieder. Wenn es denn dann heißt, schönes Bild. Sehr schönes Bild. Finde ich geil. Wenn es denn dann heißt, weiter im Text. Tschüss.